Schubidai Croissant, Leute, es geht weiter hier in der Zelda Männchens. Ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht warum, Wollob, ich muss, also mindestens 3-4 Mal am Tag muss ich auf Klo kacken. Ja, das haben wir ja schon geklärt, dass du das musst. Ich habe wirklich Angst. Wir glauben ja, es ist eine Unverträglichkeit. Ne? Kann es auch eine leichte Version von Morbus Crohn sein? Es gibt Colitis Ulcerosa. Mhm. Das ist theoretisch eine etwas schwächere, also, ja, also, es ist schon eine etwas schwächere Version von Morbus Crohn. Ich will euch jetzt nicht kleinreden, ne? Aber es ist, für mich wäre es lachhaft, Colitis Ulcerosa. Da würde ich drüber lachen. Aber nee, das ist, ja, gibt es. Aber, ja, weiß ich nicht, also normalerweise müsstest du Schmerzen haben halt. Auch. Nee, ist das halt immer so, als ob es durchfallen würde. So, ich esse was und es fällt direkt durch meinen Magen, ins Arschloch. Ja, aber das ist nicht genau das. Ich weiß, das hast du ja schon gesagt, das hast du mir schon erklärt. Aber ich find's halt trotzdem verrückt. Das kannst du immer, weißt du, womit du das testen kannst, Ricky? Ess irgendwas mit Mohn. Sobald du dann siehst, du hast Mohn in deinem Schiss, weißt du, jetzt ist das nicht, die Sache das mit Mohn raus. Das kann ich nicht sehen, weil das ist immer so, gerade, es ist immer so sprüh, es ist so Soufflé-mäßig, immer, wenn ich kacke. Aber Soufflé, das ist bei mir der gute Schiss. Wo ich sage, oh, der ist aber heute gut. Weil ich hab eher so, also ich hab diesen Sprühschiss, kenn ich. Komm, reden wir drüber, ne? Bei mir ist halt, die Leute sagen immer, wie kannst du immer so schnell sein? Ja, das kann ich euch erklären. Das ist ganz einfach. Ich setz mich hin, dann mach's einmal. Dann mach's einmal. Dann ist. Das war's dann. Mehr kommt dann auch nicht. Das wirst du einmal mit so eine Sprühflasche drücken, oder? Ja, genau. Einmal kurz. Ende. Musst du überhaupt abwischen? Ja, klar. Da muss ich. Und daran kannst du dann auch den Mohn wiederfinden. So. Nee, bei mir ist immer so dieses so, das klebt auch über, es ist so Oh, das ist ja, das ist der, das ist immer der am meisten wehtut. Und der, ja. Das habe ich nämlich, ich habe Korn auch letztens gefragt, ob der das hat. Das ist dann immer so klebrig, so komisch, so ganz komisch. Ja, ja. Das ist der Schlimmste. Der Spiderschiss. Dass du das auch so kennst. diesen klebrig, da denke ich mir, wenn ich das habe an so einem Tag, denke ich mir, oh, heute ist der ganze Tag wirklich im Arsch, ey. Ja, das tut auch wirklich den auch weh teilweise und dann musst du immer so gucken, das ist wie so pressen. Oh. Aber wenn er denn draußen ist, ist es erstmal so, oh Gott sei Dank. Nee, bei mir nicht. Das ist einfach dann der ganze Tag. Bei dir ist ja auch nie was draußen. Nee. Aber darf ich fragen, was kackst du überhaupt aus? Das, was ich esse, nehme ich mal an. Aber so schnell und so oft? Ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn ich dann mal so einen Tag fast nichts gegessen habe, ne, dann ist es auch so, dann, ich kann das euch jetzt nicht erzählen. Dann riecht's auch irgendwie anders und dann wird das auch eher also ganz gelblich. Ja. Es riecht immer anders, wenn ich mit Bolognese esse. Dann riecht's immer so ganz so säurehaltig und so gefühlt. Immer. Es riecht immer ganz komisch, wenn ich einen Döner hatte. Ja, fühle ich. Wie riecht eure Kacke? Schreibt es in die Kommentare. Ah, Leute, gucken das oft zum Essen. Es tut mir so leid, Leute. Es kommt ja auch immer schön zur Mittagszeit um 14.30 Uhr. Ja. Ja, das sind die Themen, die Leute hören wollen. Ja, es sind nur mal die Themen. Sind das die Themen? Ich habe den Schlüssel gar nicht, Mann. Ach, Mann. Ey. Oh, ich hasse dieses Spiel. Wo soll der Schlüssel denn sein? Ja, ich denke, ich weiß es. Egal, ja. Können wir noch ein bisschen mal über unsere Kacke labern. Also. Ja, Leute, das ist halt, ich muss sagen, ist für mich halt auch ein bisschen interessant, weil ich quäle mich damit ja schon so lange und wenn man dann mal hört, dass jemand das einfach genau gleich im Grunde hat, es kommt auch erst dann ein paar ist schon Jahre interessant. Es ist gefühlt, erst seitdem ich mit Michelle zusammenkomme, muss ich öfters kacken. Jetzt Michelle ist schuld. Ja, die hat ja Laktose, ne? Meinst du, hast dich angesteckt? Und seitdem ich mit ihr zusammen bin, habe ich das auch. Das ist so schlimm. Ich meine, vielleicht habe ich es erst jetzt wirklich gemerkt, so, dass das Laktose, ich dachte, vielleicht ist es immer normal, dass man isst Bolognese, muss danach erstmal 4 Stunden kacken oder so. Kannst du oben nicht kaputt machen? Ja, aber warum denn? Ich kann es jetzt machen für dich, weil du bist. Ist da vielleicht hinter der Stern? Der Schlüssel? Nee, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Wobei. Ja. Aber nee, dürfte nicht sein. Stopp. Es ist immer so dieses. Schlüssel. Nein, hier ist nicht so. Nee, es ist immer dieses so.
Und du isst eine Bolognese und dann erstmal. Follow, das wird doch nichts. Nee. Du musst erstmal den links runterschieben. Ich weiß, wie ich es mache. So. Den und gehst einfach durch. Scheiß drauf. So. Genau. Und that's the problem. So, das ist immer dieses, und ich dachte mal, es wäre für dich normal, dass du danach einfach kacken musst, wie sonst was. Nein. Habe für eine Muschel gemacht, safe, ja. Oh, sorry. Ich dachte wirklich, wäre was Interessantes. Gut. Nee, Ricky, also ich glaube tatsächlich, ich bin auch so neidisch, wenn ich das immer so sehe, ne? Ich bin letztens meinen Eltern gefahren und auf dem Weg ist in so einem Nachbardorf hat halt so eine neue Pommesbude aufgemacht, ne? Boah, geil. Ja, genau, die ist genauso da an der Hauptstraße und da sind dann auch so Tische, wo Leute draußen immer sitzen und da war letztens stand da einer mit so einem Motorradfahrer, der da eine Pause gemacht hat, hat schön was gegessen, habe ich gesehen und da dachte ich mir so, wenn ich jetzt ein Motorrad hätte, ne? Und ich würde jetzt fahren, ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, mir da irgendwie was zu essen zu holen, weil dann müsste ich ja auf dem Motorrad dann scheißen. Das wäre einfach die fürchterlichste Situation, die man haben kann. Und ich bin so neidisch auf Leute, die das einfach machen können. Die können sich da schön was reinziehen, eine Bolognese zum Beispiel. Und ja, die machen sich dann keine Gedanken. Die fahren dann weiter und irgendwann morgen scheißen die aus. Bei mir ist immer so, zum Beispiel, wenn ich jetzt. Wir waren jetzt zum Beispiel letztens bei Harry Potter, bei dem Theaterstück. Mhm. Und ich weiß, okay, wir waren jetzt was essen. So. Erstmal, ich musste ankommen, ich musste kacken. So, bin hingegangen, hab erstmal gekackt rein. Wenn deshalb Michelle sich angestellt für Essen. Ne? Ja. War fertig mit Kacken, bin hingegangen, hab das dann gegessen und war nach dem Essen wieder kacken. Ja, fühle ich. So, und dann in der Pause nochmal kacken. Ja. Es ist auch, wenn ich mich viel bewege, so, dann merke ich, dass ich noch mehr kacken muss. Ist so. Aber das regt den Darm auch an, sich bewegen. Das ist sozusagen normal. Aber halt scheiße, ne? Wir haben komische Arschlöcher, sag ich, wie es ist. Absolut. Die komischsten. Ja. Ja, ich hasse das auch. Wie gesagt, ich hasse es wirklich. Also, es ist wirklich. Ich glaube, ich ist auch falsch. Ich glaube, es ist in die andere Richtung. Aber jetzt kann ich auch einfach überprüfen, ne? Ja, ich könnte natürlich auch den hier machen. Ach, warum ist das denn so? Ich will das halt auch nicht, Leute. Ich sag euch, ich möchte das nicht. Ich will ich eigentlich. Ich verstehe das. Will das auch schon. Weiß ich nicht. Bestimmt Leute. Welche Fetischisten. Fetischisten, ey. Muss ich ankacken lassen und so, ne? Gibt's. Ja, weiß ich. Fühl dich nicht. Ja, fühl ich jetzt auch nicht so. Ich meine, mal gemütlich einen anpingeln ist ja okay, aber. Das denke ich mir auch, ne? Bei Pinkeln kann ich nur sagen, ja, mein Gott. Ja, also nicht mich anpingen, das finde ich eklig. Macht halt, ne? Aber Scheißen ist halt schon ein bisschen heftig, ne? Schon doll, ja. Schon, da hört's auf, ne? Es gibt so ein paar Fetische, wo ich mir denke, na, muss das? Was ist denn deiner Meinung nach der schlimmste Fetisch, Ricky? Wo du wirklich sagst, so, boah, das... Kacke, würde ich. Das kann ich kann mir eigentlich tierisch alles angucken, außer Kacke und Tiere. Okay. Jetzt sage ich das, wo ich mir immer denke, dass das ist einfach das ist für mich das Fürchterlichste auf der Welt. So ein, vielleicht hast du den ja, ich hoffe, du hast den nicht, ne? Sonst muss ich dich jetzt haten. Ein Windelfetisch. Ja, finde ich auch nicht toll. Also wenn Leute da in Windeln rumlaufen oder so, das geil finden, das ja, ist das auch, fühl ich, also ja, das ist auch wirklich, also Leute, das habe ich eher mit, aber in das Kacke-Ding mit reingezogen. Ja, die scheißen sich dann vielleicht auch voll, das kann sein, das weiß ich nicht. Soweit bin ich nie vorgedrungen dabei. Das hab ich auch nicht. Aber das ist so quasi, das war für mich so in diesen Kacke-Fetisch mit einbezogen. Okay. Ja, bin ich kein Fan. Das ist wirklich, das ist. Finde ich eklig. Ja, wenn ich das sehe, dann muss ich fast kotzen. So ein paar Füße sind okay, ein Arsch ist okay, ein bisschen auspeitschen ist okay. Ja, das ist tipptopp. Ja. Aber das andere war es auch. Wenn ihr euch mal anpingen lassen wollt, schreibt es in die Kommentare. Auch falsch. Hilfe. Wo ist denn Riggi? Okay, was brauchst du? Ich brauche den Schlüssel für Tempel 6. Tempel 6. Warte mal. Der ist. Nee. Das ist das. Ist der nicht hier irgendwie in so einem. Nee. Bin ich denn doof? Leute, wir finden da draus. Ricky findet da draus für uns. Ich gucke.
Wie heißt denn der Dungeon? Das weiß ich nicht. Tempel 6, irgendwas mit. Tempel ist, glaube ich. Nee, den hatten wir. Das war der letzte. Nur dann wird Tempel 7. Ah, 7 schon. Ja, 7 und 8 muss nur. Gut, ne? Hashtag Video Gamer. Bumerang finden. Nee, wir brauchen den Bumerang nicht. Ihr könnt nur ein paar Bumerangs erreichen, aber ich benötige davon Adlerschlüssel. Also einen Adlerschlüssel könnt ihr nur mit Hilfe der fliegenden Goggles erreichen, den ihr wiederum mit Ocarina. Den haben wir schon. Falls noch nicht gesehen, müsst ihr Ocarina im Traum schreien, blablabla, gerührt klingen. Der Krötenrap ist das dritte letzte Lied, was ihr zwingend braucht. Zum fliegenden Goggles und Adlerschlüssel. Nachdem ihr ihn erledigt habt, müsst ihr nach Möwenort, geht zur Ruhestätte des fliegenden Goggles und schiebt die Statue nach oben. Hast du auch schon, ne? Ja, das haben wir alles. So. Sie bewegt jetzt zu Boris Hütte und geht nach Norden zum Höhleneingang, der von drei Felsen umringt ist und zum Talteilgebirge führt. Warte, bis du da bist. Ach so, der Höhleneingang mit den... Ah, okay. Ja. Ja. Weiß ich Bescheid. Erstmal die Stufentreppe hinab und spielt den Krötenrap, den Knochen des Goggles. Nee. Ach so, das ist doch Blödsinn. Nein. Vor dem Höhleneingang schaltet der Uhu für einen kurzen Monolog. Durchquert die Höhle und lauft, sobald ihr wieder draußen seid, rechts am Wasserfall vorbei. Und dann später Leiter hinauf. Überquert anschließend die Brücke nach links und geht über die erste Höhle, die ihr seht. Die Höhle befindet sich genau unter dem Haus Hühnerstall in den Tartalgebirgen. Da bist du ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Ich wollte gerade sagen, hä? Da bin ich nicht hier durchgegangen. Ja, passt schon. Dann gehe ich wirklich einen anderen Weg. Passt. Auch echt nicht der Schlauste, ne? Manchmal. Weil ich. Was soll das? Was ist das für eine. Das ist ein Hass hier, schon wieder ein Hate gegen den Wollo. Ja, also Hetze. Das ist massive Hetze gegen mich. Ja, schlimm. Digga, lass mal deine Community jetzt nicht auf mich los. Hä? Vielleicht gleich NetzDigi. NetzDigi-Update kriegst du gleich, Regie. Schon mal drauf einstellen. Oh. Habe ich noch? Doch, habe ich auch schon mal gehabt. Hast du noch nie? Ich kann damit bald meine Wand tapezieren. Ja, du hast ja aber auch wirklich der kleinkarierte Leute, die das machen. Bei mir ist halt so, da ging mir einer auf den Sack, ich sagte, geh mir nicht auf den Sack jetzt, ne? Da hat er halt gemeldet, so. Aber auch ja, das Ding ist ja auch, ich denke mir immer, weißt du, wenn ich mir angucke, was so ein Kuchen-TV oder ein Skuros oder so, die streamen ja auch, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere dann mal auf Melden drückt und NetzDG, hast du nicht gesehen. Ne? Und jetzt sagen wir mal ehrlich. Das sind doch keine Sau. Passiert ja nichts, ne? Nein. Dann ist ja wohl, dann sind ja meine Sachen, die sind ja gegen ja wirklich, also harmlos sein Vater. Deswegen, also was soll denn passieren? Ich mache ja nichts Schlimmes. Nee, tust du auch nicht. Kritisiere. Und ich mache mich mal ab und zu ein bisschen lustig über Menschen. Da musst bin du rein. Ich. Da war ich schon mal drin, das weiß ich. Sicher? Ja. Hier war ich safe drin. Ah, denk aber mal. Ich bin links gegangen und das war dann falsch und dann habe ich mir gedacht, oh ja, okay, dann nicht. Ja, das ist typisch Wallo. Oh mein Gott, die Leute. Oh mein Gott! Oh. Das ist er doch. Ja. Der Schokobuschel. Wie das soll, der dümmste Mensch der Welt zu sein. Oh, fürchterlich. Ich kann den Party schon wieder Wollos der dümmste Mensch der Welt nennen. Das funktioniert nicht. Ja, kannst du den Wollos immer noch der dümmste Mensch der Welt. Ja, also momentan wirklich, also... Du wirst vergessen, ich glaube, du hast Alzheimer. Sollst du mal testen? Nee, ich glaube, ich hab das kaputt gekifft. Weiß ich nicht. Das Gehirn kaputt. Ich habe schon lange nicht kaputt gekifft. Ich habe schon lange nicht mehr gekifft. Das möchte ich mal einmal an dieser Stelle... Zeit. Was? Wir ja. Zeit. Ja, wird's auch. Gut, dass die YouTube-Einnahmen gestiegen sind. Jetzt kann ich mal wieder. Also, ich habe auch nur aufgehört, weil kein Geld da war. Ne? Also, es war jetzt nicht, weil ich mir dachte, oh, das ist ja fürchterlich. Kann ich nicht machen. Das war nicht mein Gedanke. Sag ich dir, wie es ist. Wenn ich nicht das Asthma hätte und so hart auf Zigaretten und so reagieren würde, würde ich, glaube ich, auch wieder kämpfen. Ja, man kann halt so gut damit schlafen. Das ist halt das. Das Problem, was ich halt hatte? Ich habe halt nicht den ganzen Tag gekifft oder so, sondern ne, ich schön abends immer. So, dass ich schlafen kann vernünftig, ne, und abends dann halt so ein bisschen chillen. Ist halt entspannter, ne. Da machen die Streams, die langweilig sind, man trotzdem guckt, man einfach mehr Spaß. Sag ich, wie es ist. Ich verstehe. Oh, Digga, Rigi, hast du nicht Bock, mir irgendwie 200 Euro zu donaten? Und ich kaufe mir, und ich schreibe jemanden an? Nee, lass mal. Ach, schade, ey, der gönnt nicht. Leute, nee, der gönnt nicht. Gönnt ihr? Nee, ich merke einfach nur, wie schlimm ich kann zum Beispiel meine Mutter ganz, ganz schlecht nur noch besuchen. Weil die raucht ja wie ein Schlot. Oh, die raucht ja wie ein Schlot.
Dadurch habe ich echt immer, also ich merke jedes Mal, wenn ich von der wegkomme, dass ich einfach Hustenanfälle habe, des Todes. Ja, ist kacke. So, weißt du? Das ist einfach so schlimm mittlerweile. Auch, auch jetzt, wo wir dann in Stuttgart zu Besuch fahren, die rauchen ja auch extrem. Ja. Ne? Ich war danach einfach am Arsch. Es gab keine Sekunde, wo ich mal husten musste, wo ich nicht husten musste und so. Ich komme einfach nicht gegen an, gegen den Rauch. Und das kann ich einfach nicht mehr ab. Das habe ich auch hier gemerkt, weil wir auch hier geraucht haben. Wir haben so einen Balkon. Auf dem Balkon kann ich nicht gehen. Eine ganze Woche nicht. Es ist einfach, bei mir ist es so schlimm mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, du hast so schlimm Asthma. Ich habe ja theoretisch nur eine, also als ich damals hingegangen bin, ich hatte nur eine 60% Lungenvolumen. Also 60% Lungenleistung. Achso. Die mittlerweile wieder auf 70% hoch ist. Aber trotzdem nicht nur 70, das fehlen ja 30%. Das ist schon, ja, würde ich auch, also ich kenne mich nicht aus, aber es klingt jetzt erstmal. Ich muss morgens schon belastend. Und abends, ich muss morgens zwei Stöße mit Cortison nehmen. Dennoch einmal eins, um die Lungenflügel zu erweitern. Das brauche ich nur einmal nehmen morgens. Und abends nochmal, oder vielleicht auch nochmal mittags, jeweils zwei Stöße mit Cortison. Weil sonst meine Lungen nicht hinterherkommen. Die können nicht richtig arbeiten. Das merke ich auch sowas. Es ist sofort Druck auf der Lunge, wenn ich das nicht nehme. Rechtzeitig. Mhm. Okay, ich dachte, du wärst halt so ein Hipster. Nee, nee, Asthma. Das ist schon Heini, doll. Der halt gerne mal einen auf einen Hipster macht und dann einmal so ein Psch. Schmeckt nach Ananas. Nee, leider nicht. Schön wär's. Ja, kacke. Und das alles wegen dem Wohnwagen damals. Wegen dem Wohnwagen? Wegen der Schimmelsache oder was? Ja, ja, genau. Die Schimmelsache hat das ganz kaputt gemacht. Ja. Ist krass, oder? Ist krass, aber ja, muss man durch, ne? Ja, nur es ist jetzt so, es ist ja nicht so, dass ich den, so, ich meine, so normal Bewegung und Sport geht, ne? Also auch, ne? All good. Ja. Aber klar, wenn ich natürlich auch ein bisschen schlanker wäre, kommt natürlich auch noch mit dazu, wäre natürlich auch wieder besser. Klar, ja, das ist ja immer, das ist ja immer. Mit dem Fettsein macht man sich halt die Sachen noch schwieriger. Natürlich. Das ist so, ne? Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, sind wir, ja. Wir sind ja nicht der Drachenlord. Die dann behaupten würden, nö, ich bin so gesund. Der Arzt ist extra noch mal reingekommen, um mir zu gratulieren, wie gesund ich bin. Denkst du, okay, das glaube ich dir nicht, Digga. Das hat er so erzählt? Das hat er wohl so erzählt. Wurde mir so zugetragen. Oh Mann. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Nee. Also, mein Arzt kommt nur noch mal rein, guckt, ob ich wirklich noch lebe. Ist echt. Ob sie nicht so. Den Leichenhaus aus dem Ding gebracht haben oder ist so. Ist echt so. Sie leben noch, Herr Menge? Scheiße, ich habe 50 Euro verloren. Ja. Ja. Ey, das muss auch für Tai schlimm gewesen sein, als der ja dann aus dem Koma wieder erwacht ist und so, ja. Ne? Ist er dann wieder nach Buxtehude geliefert worden und der Arzt ist zu ihm hingegangen und gesagt, Herr Tai, ne? Ja. Wir hätten nicht mehr mit ihm gerechnet. Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Das war ja wegen Corona damals, ne? Wir und dann hat er eine Lunge zu dem bekommen und war dann zwei Wochen im Koma, im künstlichen. Genau, für die Leute. Und Tai ist halt auch. Ja, muss man jetzt. Guter Koloss. Ich sag jetzt einfach mal. Ich denke mal, der hat ja jetzt auch kein Problem mit, dass man das so ausspricht. Nee, hat er nicht. Der fett. Punkt. Ja. Ende aus, Mickey Mouse. Ja, und ich hatte ja damals auch deswegen Angst vor Corona tatsächlich auch, ne? Also. Wegen die Angst? Nein, nicht wegen Tai generell. Die Angstmaschinerie hat mich da auch erwischt. So nach dem Motto: Ja, gut, du bist fett, ist natürlich ein Problem. Dann bist du sowieso schon chronisch krank, vorher krank, ne? Ist ein Problem. Ja, denkt man sich halt schon so, ne? Ja. Ich hatte ja Angst, ich hatte ja Angst wegen Asthma. Ja, ja, du hattest ja auch eine Vorerkrankung, klar. So. Und fett warst du ja auch. Ja, also bei Teil war es ja so, er hat ja sich mit Corona angesteckt. Wie lange haben wir überhaupt noch? Hab ich Zeit zum Erzählen oder soll ich nächsten Part? Zwei Minuten, eine Minute hast du theoretisch noch. Was machen wir im nächsten Part? Machen wir im nächsten Part, ich glaube, das ist sonst zu lang. Können wir im nächsten Part auch nochmal schnacken drüber, klar. Richtig. Super. Was ist das denn für ein Ball? Hey, das ist das Gimmick in diesem Tempel. Ach wir ja, müssen stimmt. noch diese. Ach, stimmt, wie nervig. Ja, das wird richtig scheiße. Leute, das wird richtig scheiße im nächsten Part. Freuen wir uns drauf. Oh Gott. Aber den ersten habe ich schon mal. Den ersten haben wir schon. Aber ich weiß hier was. Hier gibt es einen versteckten Weg. Ja, dann hau raus. Ja, wenn er dann kommt, dann sage ich Bescheid. Gut. Also das könnte uns theoretisch auf jeden Fall helfen. Ich hoffe. Dieses Wissen. Ich weiß nur, dass ich damals Link's Awakening mit Lila Leila durchgespielt habe im Let's Play, weil sie mir helfen sollte. Ja, das weiß ich. Ja. Das weiß ich noch. Da habe ich reingeguckt, deswegen. Oh, war ich scheiße. Na, Ricky, du bist nie scheiße. Doch.
ist ein guter Videospieler. Alle haben auch gut. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Link's Awakening. Yo!